zweiten Teil von meinem Let's Play Fortress of Fear. Ja, wie ihr seht, bin ich da gerade wieder angekommen. Und ja, und hier geht's weiter. Hier hinten gibt's ein kleines Versteck mal wieder, wo man ein extra Leben haben kann und einen Schlüssel. Und ja, in diesem Level werde ich bestimmt so das eine oder andere Mal sterben, denn ich muss sagen, hier ist es wirklich ziemlich schwer, unbeschadet durchs Level zu kommen. Denn zum Beispiel diese Beile hier, ups, die kommen immer wieder. Und ja, es ist nicht gerade einfach. Boah, scheiße, jetzt hat sie mich auch noch getroffen. So, boah. Boah, da ist nochmal ein... Was? Komm her, du Sch... Okay, hier geht's lang. Ich muss wirklich sagen, das sind die schwierigsten Level. Und hier habe ich auch immer alle meine Leben verloren, als ich noch ein Kind war. Nein! Boah. So, und hier entlang und hier. Boah, scheiße. Nein, und hier... Okay, dich habe ich auch noch. So, mal gucken, dass ich hier nicht im Feuer... Ja, hab's geschafft. Cool. Ja, auch diese zwei Levels, die noch folgen, die sind ziemlich schwierig. Das sind zwar im selben... Scheiße. Da hat gerade mein... Ach, scheiße. Da springe ich natürlich noch in den Abgrund. Drei Schlüssel gehen flöten. So. Mal gucken, wie ich das... Wie mache ich das am besten, dass ich da nicht... Geh weg da. Ja, super. Komm ich hier wieder hoch? Nee, natürlich hier entlang. Das sind aber nette Menschen. Okay. Jetzt mal gucken. Ah, so geht das. So. Hier befindet sich die Springstiefel, die ich unbedingt brauche, um... Ah. Super. So. Brauche ich nämlich für, ich glaube es zumindest, dass ich über diesen riesen Abgrund springen kann. So. So, nämlich hier. Wow. So. Jetzt hoffe ich doch. Ja. Super geschafft. Und jetzt noch das letzte von diesen Levels und dann haben wir es hinter uns. Schwierigen Levels. Ja, wie zum Beispiel hier. Was haben sie sich dabei gedacht, dass dieser blöde da Kerl... Oh. So, jetzt hier ist dasselbe Scheiße. Nein! Oh, fuck. Hier hinten, ich kann auch vorne ins Tor reingehen. Nein! Nein! Da hinten gibt es immerhin wieder ein extra Leben. Das ist wieder so eine Bonus-Stage. Ich hätte auch die vordere Tür nehmen können, da wäre ich direkt einfach weitergekommen, ohne diese Bonus-Stage. So. So, immerhin kriege ich da auch wieder ein Leben. So. Hier. Voilà. Oh ja, jetzt kommt der Endgegner. Und hier verliere ich halt ein wenig Energie. Der ist aber... Dieser Totenkopf ist eigentlich ziemlich einfach. Ziemlich einfach. Ja, wenn ich nicht im Weg stehen würde, natürlich wie ein Depp. Ah, so. So. Sollte es eigentlich ziemlich schnell gehen. So, komm, komm. So, geht down. Yeah. So. Und schon wieder haben wir es geschafft. So, ein wenig verschnaufen und noch was trinken. Ah.
Ah. Fledermäuse. Das ist in jedem Spiel Kacke. Auch in diesem hier. Ah, oder die Pfeile auch. Der kommt sicher nochmals wieder. Ah nein. Okay. Ah nein. So, jetzt nicht mehr verkacken. Sterb. Was ist das für ein... Ah. Oh Gott. Also was ich ziemlich merkwürdig finde, er hat da diese Rüstung an. Aber die Gegner, die können ihn einfach, ja, nur berühren und dann verliert er ein wenig von seiner Energie. Das weiß zwar nicht, für was er überhaupt eine Rüstung hat, aber das ist wohl diese Logik von diesen alten Spielen. Ah, so. Mal gucken, was ich nicht zu viel labere und hier nicht noch mehr Energie verliere. So. Aber eigentlich dieses Level ist nicht so schwierig. So. Und jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Hier verstecken sich noch ein paar von diesen. So. Hier bei diesem Übergang kann man auch hier nach hinten gehen. Nur leider, da ich keinen Schlüssel mehr habe, kann ich hier nur die Energie holen. Sonst kann ich leider nichts machen. So. Gehen wir hier entlang. Und jetzt kommt wirklich eine wunderschöne Gameboy-Musik. Die gefällt mir wirklich gut und das Level im Allgemeinen. Ja. Gefällt mir. So. Hier sieht man auch dann den einzigen Menschen, der in diesem Spiel irgendwie vorkommt, außer Chorus natürlich, der irgendwie auf der Suche nach seiner Prinzessin ist, obwohl man diese Geschichte eigentlich gar nie wirklich geklärt bekommt. Das sieht man dann nur am Ende, dass er irgendwie auf der Suche nach einer Prinzessin ist, die irgendwie von Nalkil entführt worden war. Das ist wirklich so keine spezielle Geschichte. So, hier fehlen mir natürlich mal wieder die Schlüssel zu diesen Kisten. Ups. Bloß ausweichen hier. Und da kommt... Ja, genau. Ach, scheiße. So, Adlergiftsfliegzeugs. Hier sehe ich jetzt nicht, wohin ich springe. Und ja, genau. Boah! Pfeilchen ausweichen. Ach! So. Nein! Ich habe zwar einen Schlüssel, aber ich hole jetzt mit diesem Schlüssel nichts. Da hier ist der einzige Mensch, den ich gesehen habe, oder jemand. Es sieht jeweils irgendwie aus wie ein Mensch. Mich auch ehren. Das kam mir ja schon damals als Teenager und als Kind ziemlich komisch vor, dieser einzige Mensch, der fiel mir direkt auf. Und hier sind wir schon wieder bei Endgegner, beim riesen Adler oder Falken oder was auch immer. Auch der hat ein ziemlich einfaches Bewegungsmuster. Nur ist er ziemlich langweilig, weil man kann einfach hier hin und her und muss ihn ziemlich oft treffen, damit er down geht. Und nach diesem Kampf mache ich auch einen Cut, weil sonst geht das zu lange für das Video. So. Er ist immer noch nicht tot. So. Ach. Wie viele Schläge braucht denn der noch? Komm! Ach. So! Komm, aber jetzt! Ja, genau! Und down ist er! Und jetzt mache ich auch eine kleine Pause, einen kleinen Cut. Und ich wünsche euch alles Gute zum nächsten Let's Play!